Hi Caro, vielen Dank für eure Arbeit. Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Welche 5 Coins würdest du bezüglich Rendite für den nächsten Bullrun kaufen? Ich möchte diese Frage eigentlich. In Zukunft stellt mir auch nicht mehr solche Fragen, Leute. Das ist einfach. Früher habe ich es einfach immer peu à peu beantwortet, aber je mehr Zeit vergeht, je mehr ich mich mit dem Markt beschäftige, umso sinnloser ist es, dass ich euch sowas sage. Ihr müsst, wenn ihr investiert, diesem Projekt vertrauen. Ihr müsst da Zukunft drin sehen. Was bringt es, wenn ich jetzt irgendein Potenzial in irgendwas sehe und jetzt komplett gebiased bin, was dieses Projekt angeht? Komplett verblendet bin, was ein Projekt zum Beispiel angeht. Und ich übertrage das auf euch. Und sagen wir, das geht dann nicht auf. Das Projekt wird voll die Pleite. Stellt euch mal vor, ich hätte euch Luna empfohlen. Ich hätte jetzt empfohlen gehabt, ja, Luna, kauf mal, hey, super Projekt. Und pass auch mal auf und kauf nur UST ein. Das ist mit Bitcoin gebackt, weil ich liebe Bitcoin auch. Und das wäre, guck mal, du hättest alles verloren. Weißt du, was ich meine? Das ist immer schwer, sowas zu sagen. Du kennst die Coins, in die ich investiere. Auch wenn ich in XRP schon drin bin, auch wenn ich in XLM schon drin bin, auch wenn ich in IOTA schon drin bin, auch wenn ich in ADA schon drin bin, auch wenn ich in Algorand schon drin bin, in ICX, in VeChain auch. Diese Coins werde ich immer ein bisschen mit nachkaufen, weil ich einfach an diese Projekte glaube. Ich glaube an die Zukunft dieser Projekte. Da gibt es natürlich welche, die dazukommen werden, sobald ich gute Einstiegspunkte für mich sehe. Das wäre ein Quant, das wäre ein XDC, das ist Casper. Mit einige weitere Coins noch, die ich mir noch detaillierter angucken muss. Avalanche ist auf jeden Fall auch mit drin, aber jetzt dann nicht mehr in so einem starken Ausmaß wie die ich gerade genannt habe halt, ne? Ich denke mal, mit den genannten Projekten ist man recht sicher unterwegs und man wird auch genug mitnehmen können auf diesem Markt. Und Bitvavo ist auf jeden Fall einer dieser wenigen Exchanges. Man hat hier über 150 Kryptowährungen, die man traden kann. Wir haben sehr geringe Gebühren. Weltweit gehört es auf jeden Fall zu einer der Plattformen, wo wir die geringsten und die kleinsten Gebühren haben. Die arbeiten mit der niederländischen Zentralbank zusammen, EU-reguliert. Das heißt, da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Das ist eine sehr legitime, sehr stabile Exchange.